Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen Herrn Meyer vorstellen. Er ist der Chef des Startup-Unternehmens Vesputi aus Magdeburg, die uns dabei geholfen haben, eine digitale, interaktive Mobilitätskarte zu entwickeln. Und die wollen wir Ihnen vorstellen. Sie erreichen diese Karte über swh.de, also über die Adresse der Stadtwerke Halle, und auf einem sehr einfachen Weg. Sie finden dann den Reiter Mobile Map, das ist der Titel und der Name dieser Anwendung, die wir Ihnen zeigen. Das war schön, der AFC zu sehen. Ja, das ist schon mal richtig. Ja. Und hier erscheint dann das, was wir Ihnen zeigen wollen. Im weiteren unteren Bereich des Bildschirms sehen Sie die interaktive digitale Karte, von der wir glauben, dass wir mit Vesputi gemeinsam tatsächlich etwas entwickelt haben, was es in Deutschland in der Art und Weise nicht gibt, sondern nur hier in Halle. Was Sie hier vorfinden, sind Linienbeziehungen und Abfahrtsdaten, Live-Abfahrtsdaten hier für die bekannte Linienbeziehung im Hallischen Hauptbahnhof. Sie haben hier den Hauptbahnhof, hier den zentralen Omnibusbahnhof und die Abfahrtspunkte der Straßenbahn und hier direkt daneben alle Live-Abfahrtsdaten, die sich auch laufend aktualisieren. Die Linien, die den Bahnhof hier verlassen und berühren, Sie können in diese Karte zoomen, das kann man, glaube ich, gut erkennen. Sie können auch auf ein Satellitenbild umschalten und finden dieselbe Information. Ich gehe wieder zurück. Sie können, wenn Sie tiefer in die Karte hineingehen, auch Ticketautomaten direkt finden und Informationen dazu sammeln. Wenn wir zurückgehen, gibt es zusätzliche Informationen im unteren, unter anderem auch zum Beispiel zu den Elektroladesäulen, die wir in Halle haben. Für die Elektromobilität, das kann man hier gut erkennen, am Hansaring befindet sich hier eine Ladesäule, die auch weitere Informationen bereitstellt, die Sie auf dieser Seite dann durch einen einfachen Klick finden. Sie finden eine Fotografie, damit er die Ladesäule auch einfach findet, plus die Koordinaten, den Typ der Steckverbindung, die Leistung, die sich dahinter verbirgt und mit welchen Instrumenten und Medien Sie hier auch kaufen können, tatsächlich den Strom auch kaufen können. Zusätzliche Informationen beinhaltet diese Karte über die Baustellen, die jeweils aktuell in Halle stattfinden. Hier kann man es gut erkennen am Juliot-Curie-Platz. Die Baustelle ist den meisten Hallensern gut bekannt. Auch hier gibt es zu der Baustelle, wenn man durch einen einfachen Klick sie berührt, sozusagen auf dem Touchscreen, weitere Informationen über diese Baustelle, die natürlich nicht nur für Straßenbahn und Busfahrer, sondern auch für Fußgänger von Relevanz sind. Und das Besondere, denken wir, daran ist das, wir gehen uns hier mal zum Marktplatz, dass diese App auch tatsächlich Live-Positionen der Straßenbahnen und der Busse in Halle zur Verfügung stellt. Das kann man im oberen Bereich des Bildschirms vielleicht gut erkennen. Hier begegnen sich zwei Fahrzeuge der Straßenbahnlinie 3 tatsächlich im Gegenverkehr im Bereich des neuen Theaters. Und das sind Live-Daten, die alle 15 bis 20 Sekunden aktualisiert werden. Und wenn Sie es ein bisschen beobachten, werden sich diese Straßenbahnen gleich in der Positionierung verändern. Hier weiter oben finden Sie eine Straßenbahn der Linie 1. Auch hier sind es Live-Daten der Straßenbahn. Die beiden bewegen sich zurzeit deshalb nicht, weil sie am Haltepunkt waren. Und hier ist jetzt eine abgefahren, die nach Süden zum Marktplatz fährt, die andere Richtung Universitätsring, verlässt den Haltepunkt Neues Theater nach morgen. Ist es denn auch möglich, dass ich, wenn ich mich also in Halle nicht auskenne, und mich an irgendeiner Straßenbahn, Haltestelle gerade bewege und will nach XY, bekomme ich dann auch eine Möglichkeit geliefert, dass ich weiß, in welche Bahn ich einsteigen muss? Ja, eine ganz wichtige Information natürlich, das kann man über diese Funktion, bekommt man eine Linienbeziehung oder eine Beziehung zwischen einem Quellpunkt, von dem ich mich wegbewegen will, und einem Zielpunkt, in diesem Fall zum Beispiel vom Marktplatz, den ich dann hier eingeben kann. Und jetzt nehmen wir als Beispiel den Haltepunkt in Kröllwitz, den man dann eingeben kann, und mit Los startet das System sofort eine Auswahl einer Linienbeziehung, eine Auskunft, die Sie dann hier erhalten mit den entsprechenden Live-Daten, wann fährt die Bahn und ja, welche Beziehung berührt Sie, müssen Sie umsteigen oder kann man direkt fahren. Herr Meyer, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, wie Sie die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken empfunden haben. Ja, wir haben ja das System hier, oder es ist ja in Halle entstanden, das ganze System. Ja, durchaus mit der Kooperation der Stadtwerke Halle, die uns hier mit Rat und Tat zur Seite standen. Das hat uns extrem geholfen, weil die allermeisten Sachen, die wir hier jetzt darstellen, an die Informationen wären wir auch gar nicht gekommen. Ja, das ist was man von außen gar nicht so bekommt.
Und da haben wir sehr, sehr viel Support bekommen. Wir sind ja als junges Startup dann auch darauf angewiesen, dass alles relativ schnell funktioniert. Und das ist das, was man üblicherweise in so einem Konzernumfeld gar nicht so gerne macht als Startup, weil dann dauert es üblicherweise lange. Hier ging das alles relativ schnell. Also wir reden davon, dass wir effektiv im August letzten Jahres gestartet haben. Und jetzt haben wir ein System online, das man durchaus schon mal nutzen kann. In Sören schon in meinem Kopf geht es schon weiter, was die nächsten Schritte sind. Da passiert natürlich noch was. Und das vielleicht ist das für die Zuhörer da draußen gerade super interessant, weil das System ist ja gar nicht mal so sehr dafür gedacht, das vorzuplanen oder wie sind die Routenverbindungen, sondern das ist wirklich gedacht als jemand, der gerade live unterwegs ist und das gerne unterwegs auf seinem Telefon nutzen möchte. Deswegen kann ich es auch immer auf dem Telefon nutzen. Und ich drücke dann einfach drauf. Welchen geht das nicht? Na gut, ich kann dann immer gleich gucken, wo bin ich jetzt gerade, wo ist die Live-Position, also wo bin ich gerade und wie sind die Haltestellen in meiner Umgebung? Ja, was sind die drei nahesten Haltestellen? Wie weit ist es von welcher Haltestelle? Heutzutage sind ja Leute, und das werden die meisten bei Ihnen auch kennen, so unterwegs, dass sie quasi in der Stadt stehen, ihr Smartphone benutzen und sich dann erst überlegen, wie komme ich eigentlich zu meinem Ziel, da plant keiner mehr vor. Und das ist hiermit wunderbar machbar, weil ich sehe, wo ist was, ich muss nicht mehr auf irgendwelche anderen Apps wechseln, um zu gucken, wo ist die Haltestelle eigentlich, wie geht das überhaupt. Und hier ist alles in diesem System vereint. Ich sehe, wo sind gerade welche Straßenbahnen, ich sehe, wo fährt die Straßenbahn tatsächlich lang, da brauche ich mich nicht überraschen, wenn die da um die Ecke kommt. Und all die Sachen kann man jetzt wunderbar direkt nutzen. Und das erste Mal in dieser Form in Halle, also deutschlandweit. Genau, wir haben in Halle gestartet. Halle bietet sich insofern ganz gut an, als dass hier eine relativ gute Mobilitätsinfrastruktur in der Stadt schon da ist, die wir hier eigentlich noch verknüpfen konnten. Hier liegt auch relativ viel in der Hand der Stadtwerke Halle, was auch sehr, sehr angenehm ist. Dadurch ist es für den Start natürlich viel schneller, alle anderen Sachen, da braucht man nicht mit 1000 Playern arbeiten, sondern hier in Halle kann man eben mit einem relativ innovativen Player auch schon arbeiten. Das ging halt relativ schnell.